Hallihallo, wir schauen uns heute mal Remix OS an, und zwar im Gastmodus. Basiert auf Android x86, ist gerade eben erst so rausgekommen und deshalb sind Fehler noch vorprogrammiert. Das seht ihr zum Beispiel hier. Der vierte PC, an dem ich es ausprobiere gerade. Ne? Ich bin froh, dass ich es überhaupt an einem mal zum Laufen gekriegt habe. Das ist ein Intel Core i7. Ihr habt gerade gesehen, da hat er sich das Bild von meinem letzten Booten noch gemerkt gehabt. Kommt normalerweise nicht. Ne? Also, was man schon mal als Mangel aufschreiben kann, der löscht den Inhalt der Grafikkarte nicht, falls er mal abschmiert. Ne? Wenn man dann wieder bootet, sieht man den noch. Also für die NSA, kleiner Tipp. Nochmal booten, geht wunderbar. Also Remix OS heißt das Ding jetzt. Android x86, ein Android-System auf einem normalen PC. Angeschlossen ein Touchscreen-Monitor. Bin froh, wie gesagt, dass ich überhaupt die Brocken zum Laufen gekriegt habe. Interessant bei der Geschichte ist, dass man mehrere Fenster nebeneinander haben kann. Apropos Fenster, vielleicht die Kamera so ein bisschen mehr zentrieren. Gut, kann man es halbwegs erkennen, ich hoffe schon. Remix OS, gestern erst offiziell veröffentlicht worden, war, glaube ich, sonst nur auf bestimmten Endgeräten zu haben, schon fertig zu kaufen. So. Select your language, Englisch oder ja, Chinesisch oder so. Ne? Keyboard Layout könnte man da auch noch. Machen wir mal Next. Ne? Gut, Touchscreen ist von Vorteil, weil Android. Ne? Ansonsten kann man es, glaube ich, auch mit der Tastatur bedienen. Ich habe jetzt keinen WLAN-Stick in meinem PC. Deshalb kommt Use Ethernet oder nicht, ne? Autokonfiguration oder auch nicht. Mal schauen, ob es jetzt out of the box direkt geht. Hier unten Skip kann man zwar überspringen. Setup ist complete. Ich bin im Gastmodus, ne? Und dann startet das so hoch. Nett, also wie gesagt, Android-ähnliches System mit Apps, die man hat ja auch so eine Taskleiste, ne? Die man auch dann nebeneinander anordnen kann. Wie gesagt, das hatte ich vorhin schon mal probiert, da war es mir noch abgeschmiert. 1 plus 1 gleich 2. Man hat ja also überlappende Fenster und kann die auch schließen. Man kann die auch maximieren. So runterwischen geht nicht. Aber so schon, hier unten in der Taskleiste hat man das dann auch nochmal. Kann man jedenfalls auch nochmal drauf drücken und gucken, dass es weggeht. Hier unten in der Ecke hat es so einen kleinen Pfeil, da kann man auch nochmal wieder zurück. So, was haben wir noch? Wir haben natürlich die Settings. Da könnte man jetzt zum Beispiel mal schauen, haben wir Ethernet? Ne? Use Ethernet ist an. Haben wir im Moment was da? Scheint er nicht automatisch gefunden haben. Und wir haben hier unten noch ein Wi-Fi-Symbol. Wi-Fi an oder nicht? Das kann auch nützlich sein. Schauen wir mal, ob wir dann irgendwann mal eine Connection haben. Ne? Dann steht hier oben Connected. Ne? Und wenn es Connected ist, ist es gut. Ja. Hier haben wir natürlich im Startmenü einen Browser. Da können wir mal prüfen, geht's oder geht's nicht. Ne? Also im Startmenü unten mal nach dem Browser forschen. So, wenn das mit dem Webbrowser mal nicht hinhaut, ihr habt keine Ethernet-Verbindung, also per Kabel gebunden, könnt ihr auch manuell die Ethernet-Verbindung konfigurieren. So, jetzt kommt hier standardmäßig aber kein Keyboard. Das ist versteckt hier unten. Ne? Da gibt es die Google Pidgin bla 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 und darin gibt es wiederum das Keyboard. Ja. So, und Keyboard seht ihr hier. Keyboard-Höhe, Typ kann man einstellen, Input. Und wir sehen, Double Space, Pidgin Theme, Gesture Typing. Und man kann das Ganze auch irgendwo, wo habe ich es denn gesehen, einschalten. Ja, schön. Pidgin, und zwar müssen wir da in die Einstellungen. Ich kann jetzt ja quasi jetzt schmerzfrei hier mal umschalten. Ne? Das liegt jetzt schön hier drüber, ne? Wie beim Windows-System. Ne? Also, ich hätte jetzt bei der Windows gesagt, da hätte ich 35 Daumen runtergekriegt. Nein, wie bei einem ja,
fensterbasierten System. Gut, Default Apps, neue Applications, Soundeinstellung, Ethernet, Bluetooth, Printing. Und wir sehen nichts. Wir sehen Accessibility. So, großer Text kann man zum Beispiel einschalten. Das sieht doch besser aus, ne? Ja, ich höre Auto-Rotieren der Screens, Speak Passwords, das ist wieder für die NSA, damit ich mithören kann, was man für Passwort hat. Das ist schon mal ganz wichtig. Display, wo hatte ich das denn gesehen? Man kann doch irgendwie Language und Input. On-Screen Keyboard, da ist es. Ich habe es gefunden. Endlich. On-Screen Keyboard kann man auch einschalten. Ne? Das merkt man natürlich dann erst, wenn es soweit ist. Und dieses On-Screen Keyboard ist dieses Pidgin oder so. Ne? Und Pidgin kann man das Keyboard auch noch einstellen, was für ein Thema das hätte. Dunkel oder wie auch immer, obwohl das bei mir alles gleich aussieht. Der Käse da unten kann man auch drücken. Und wir waren ja eigentlich bei den Einstellungen, Settings, da gibt es hier auch ein Symbol. Und da gibt es das Ethernet. Sollen wir benutzen? Ja. Hat es noch nicht gefunden, also manuell konfigurieren. Und jetzt kann ich da, ne, mit dem Pidgin-Keyword hier, ne, manuell IP-Adressen eingeben. Zum Beispiel 192. So, Punkt haben wir auch. Das ist ja kaum noch aussagen. 168. Punkt 0, na, oder nehmen wir mal die 1, 1, das haben die meisten von euch, Punkt 66 zum Beispiel, MAC-Adresse 255, Punkt 255, Punkt 255, Punkt 0, Gateway meinetwegen auch 192, Punkt 168, Punkt 1.1, so, DNS nochmal 192.168.1.1, nochmal der Ruder, und hier kann man so blättern, DNS2 wäre zum Beispiel der Google DNS Server, ne, wenn ihr keinen DNS Server so habt, so, und dann muss man auf OK, so, Connect Info. Und jetzt müssen wir eigentlich mal warten, bis da oben irgendwie connected steht oder so. Ja, kann man ja dann sehen. Ja, Gateway connected steht hier oben. Gut, connected sind wir. Und dann kann man gegebenenfalls den Browser auch verwenden. Aber ihr seht, wohin das gehen soll. Tab Browsing hier quasi. Sehr schön. MyRemix kann man sich auch umgucken, was da alles so drauf ist. Und kann man hier so ein bisschen scrollen. Und da sind auch so ein Movie dabei. Mini Remix kann man abspielen. Remix Mini. Und man hat hier auch so ein Vorspulding. Workplay, wunderschön. Und hier unten hat es wieder so ein Pfeil zum Zurückgehen. Da ist man wieder da. Also so ein Android-System, das eigentlich so funktioniert wie ein normaler PC. Wie gesagt, es muss natürlich kompatibel sein, der PC, und das ist das größte Problem. Das war mein vierter. Und ab und zu schmiert es auch mal so ab. Ist aber nicht ganz so tragisch. Kontakte kann man zum Beispiel verwalten. Man könnte gegebenenfalls auch in den Google Play Store gehen. Also als App habe ich das nicht gesehen. Gegebenenfalls auf die Google Play Store Seite. Create a new, ja, add Kontakt. Keep lokal, ne? Da könnte ich sagen, Name von Gedöns hier, ne? Da müsste eigentlich das Keyword folgen. So. Und Großtaste haben wir auch. Ja, und Zurücktaste haben wir auch. Jawohl, Großtaste. Weg. Ja. So. Ja, so ungefähr. Ne? Gut, Add Account haben wir geaddet. Und das Bild könnte man noch ein Foto machen, Telefonnummer und Gedöns. Wenn man hier drauf ist, kriegt man auch Vorschläge, was ich alles sein könnte. Ne? The Recruiter, ne? Ihr seid alle rekrutiert jetzt quasi. The Grunges ist auch schön. The Grunges kenne ich, ja? Also den habe ich schon mal öfter gesehen. So, mit dem kleinen Pfeil da unten wieder wegblenden. Und irgendwo muss man dann wahrscheinlich runterblättern und Add New Account irgendwann sagen, ist schön oder an der Bild, dann kann man hier alles machen.
Discard abbrechen, so Phonetikername, ja, ich bin auch so ein alter Phonetiker mit dem Pfeil da unten wieder weg. Also ihr seht, wo es hingehen soll. Apps wie ein normaler PC verbunden, wie gesagt, Webbrowser und so weiter hat man auch. So, was haben wir noch? Irgendwelche Widgets haben wir auch noch, irgendeine Uhr, ist schon wieder spät. Haben wir auch, irgendeine Uhr irgendwo, weiß ich nicht, Plus, Minus, mal eine digitale Clock oder eine analoge Clock kann man sich hier aussuchen. Wenn man da nicht zurückkommt, ich glaube mit Escape auf der Tastatur, kommt man wieder raus. Man hätte hier auch noch so einen Menüpunkt, wo man zum Beispiel die untere Leiste wegblenden kann. Dann ist die untere Leiste weg, hochwischen ist sie wieder da. Nett, ne? Also da hat man so ein Seitenmenü, da hat man auch nochmal Datum und so weiter, was man eigentlich vom normalen PC so könnte. Kleiner Pfeil ist hier neben dran, da sieht man zum Beispiel die Lautstärke, kann man lauter und leiser stellen. Auch mit Wischgesten, mit Touchscreen, Bluetooth-Symbol hat man alles da, nett. Ne? Und dann kommt man gleich wieder in die Settings. About, wie sieht es denn aus? About, Status of the Netzwerk. Ja, IP-Adresse habe ich da mal festgelegt, kann man mal sehen. Remix OS Version 2.0, Android Version 5.1.1, Modellnummer X5AUD7, Build Number 5.1.1 und ganz viele Dingenskirchen. GDE, ne, oder GIDE, Technology Limited. Hat das Ding rausgebracht. OpenGL Treiber Nuvo, kennen wir doch irgendwo, ja. Nuvo von Ubuntu. Gut, ich hoffe, hier mit einem kurzen Überblick gebracht zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.